Servus Leute, hier ist wieder Pokémon. Herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich habe euch gesagt, wir fangen langsam an. Wir gehen jetzt eine Stufe nach oben. Wir gehen von der Pin-Kollektion auf die Pikachu-Kollektion über. Ihr seht hier dieses Schmuckstück auch schon. 4 Booster haben wir diesmal drin, beim letzten Mal waren es nur 3. Das heißt, wir steigern uns ganz langsam. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann denkt, was als nächstes kommen wird. Hier auf jeden Fall die Pikachu-Kollektion, auch sehr, sehr schön. Haben wir schon das ein oder andere auf dem Channel gesehen. Ich habe auch hier nochmal ein paar davon bekommen. Ihr seht jetzt hier tatsächlich schon, die ist hier schon geöffnet. Darüber nicht verwundern lassen. Ich habe die bei Comic Planet geholt und es gab wohl dieses Mal eine, ich weiß nicht, irgendwie so einen Produktionsfehler, dass der Kleber einfach nicht so doll gehalten hat. Und der ist schon ein bisschen aufgewesen. Aber hindern uns natürlich nicht daran, die Box zu öffnen und mit euch hier auf dem Channel zu schauen, was sich denn darin verbirgt. Wir holen als erstes einmal die Pikachu-Karte heraus. Hier haben wir unseren ersten Hit mit Pikachu V. Auch eine sehr, sehr schöne Karte, Pikachu allgemein. Ein geiles Pokémon, das Maskottchen. Kann man das überhaupt nicht mögen? Wir haben hier die XXL-Karte von Pikachu. Auch die stellen wir jetzt einmal hier dran. Und wir haben auch hier 4 Booster. Das ist auch hier. Diesmal haben wir 4 Booster. Das letzte Mal waren es ja nur 3. Auch hier wieder für euch der Code, Leute. Macht was draus, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr was Gutes bekommen habt im Online-TCG. Ich mache hier erstmal den Müll auf die Seite, ihr hört es schon, auf den Boden knallen. Wir haben hier 4 Booster, diesmal Katapultra, zweimal Reflex und Cramor. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und schauen, ob wir das Opening von letztem Mal toppen können. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, falls nicht, dann auch nicht, dann gerne noch ein Dislike und ihr könnt mir dann auch gerne in den Kommentaren erklären, wieso. Würde mich natürlich freuen. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier direkt mal rein. Machen jetzt auch hier wieder den Shiny-Trick. Aber ich denke, ich werde den nicht immer machen. Aber jetzt mal hier so ein bisschen die ersten 2 Packs oder so. Wir haben eine Stahlenergie, Tuch von Tiel, ein Bojeli, einen Arena-Trainer, Evoli, Kamehaps, Tuska, ein Cotini, ein Smogon. Als Rare-Karte ein Manaphy und dahinter verbirgt sich ein Knackleon in Reverse Holo. Okay, erstes Pack, kein Hit. Machen weiter mit Reflex. Schauen mal, was der gute Boy uns bringen kann. Also, ich bin im letzten Video nicht drauf eingegangen, aber was für Karten ich auf jeden Fall haben möchte, also klar, Glurak, das habe ich auch genug gesagt, das will ich jetzt hier nicht nochmal aufkauen. Aber Karten außer von Glurak, ich hätte einfach nur gerne jetzt endlich mal eine Giga Dynamax E-Max-Karte. Ja, bitte. Ich habe tatsächlich jetzt schon einiges an glänzende Schicksal geöffnet, also boah, ich will gar nicht wissen, wie viele, bestimmt schon über 100 Booster. Und ich habe einfach noch keine Shiny V-Max gezogen. Also Shiny Vs, ja, Full Arts, aber noch keine Shiny V-Max. Und von den Amazing Rares fehlt noch Yveltal. Oh, Celebi in Reverse Holo, auch nicht schlecht. Und dahinter ein Volcanion, okay. Yveltal wäre auch noch ziemlich cool, ich habe nämlich Reshiram und Kyogre schon ziemlich oft gezogen, Yveltal aber noch gar nicht. Deshalb würde ich dazu auf keinen Fall Nein sagen. Und wie gesagt, irgendeine Shiny V-Max wäre auch sehr, sehr geil. Wenn es dann halt zufällig auch noch Glurak ist, ja, sage ich auch nicht Nein, auf keinen Fall. Aber irgendeine wäre schon mal ziemlich cool. Kotomi, ein Arboretos, ein Balduin, Kleptifuchs, Knarkleon, Yanma, Barmelin, ein Evoli, ein Tropius in Reverse und dahinter ein Sarude in Non-Holo. Oh je, okay. Checkt auf jeden Fall das letzte Video ab, das hatten deutlich mehr gegönnt, für das, dass wir 3 Booster hatten. Jetzt sind wir hier auch schon im letzten Booster. Wir haben jetzt hier ein Riffex Artwork, so ein Shiny Riffex V-Max, wäre auch ziemlich cool. Lapras gibt es noch in V, Olanga gibt es in V und V-Max. Was gäbe es denn noch? Was cool wäre. Ich werde mal überlegen. Glurak, Ditto. Ditto wäre noch ziemlich cool. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was wir sonst noch. Fuller Trainerkarten habe ich tatsächlich schon. Geraldine, ich habe das Poke-Kit, ich habe den Vogeltrainer. Also da habe ich schon so ziemlich die coolen, habe ich eigentlich alle schon. Daher bin ich da auch nicht bedient. Sarude in Reverse Holo und die letzte Karte ist ein. Volcanion in Non-Holo. Okay, krass. Leute, wir haben eine komplette Box geöffnet. Pikachu-Kollektion. Die Ausbeute, seht ihr dahinter.
nicht wirklich viel, aber immerhin das schöne Pikachu, ein Celebi, ihr habt wieder ein Video bekommen. Und Leute, kann ich hier auch nochmal kurz anmerken, ihr seht es im Hintergrund, Top-Trainer-Box, so hinter dem Pikachu versteckt. Wir haben noch zwei Top-Trainer-Boxen von Glänzendes Schicksal, auch die werde ich noch öffnen. Wenn ihr es also nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, kostenlos für euch, ihr verpasst das Video nicht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn auch bei 200 Abonnenten, die wir bald erreicht haben, wir sind jetzt bei 198 an dem Tag, wo ich das Ganze aufnehme, öffnen wir noch eine Top-Trainer-Box von Verborgenes Schicksal. Also auch das, wenn ihr es nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, haut's rein, euer Poe. Ciao.